Die Ausstellung findet heute anlässlich der Buchveröffentlichung statt, Street Art Legenden zur Straße, was ich mit Christian Schmitt herausgegeben habe. Also es gibt Kurzgeschichten, die von den Künstlern geschrieben wurden, dann gibt es Fotobeiträge und eben auch wissenschaftliche Essays. Und für die Ausstellung haben wir uns mit Yannick von Partyarty zusammengetan und das eben zusammenzubringen, ja, war unser Anliegen. Wir sind Club 7, das heißt, wir sind 2 von Club 7. Wir sind eigentlich 6 Leute und arbeiten in einem Künstlerkollektiv zusammen seit 10 Jahren und kombinieren ja, so urbane Elemente, das heißt Elemente von der Straße, Illustration, Comic, Grafik zu einem großen neuen Ding und nennen das einfach Club 7. Was wir hier sehen können, ist ein Siebdruck von Ludwig, der sehr viel mit Schrift arbeitet und das Ganze in einem Bilderrahmen ein bisschen verstaubt, ganz bewusst. Die Drucke zum Beispiel sind handgesiebdruckte Arbeiten, die ich selbst in meinem Atelier oder in unserem Atelier drucke. Wir sind heute Abend hier auf der Vernissage der Invisible Heroes mit ihren wundervollen YouTube-Drawings. Ich habe heute Abend kaum jemand getroffen, der YouTube kannte und der hier nicht irgendetwas gefunden hätte, was er nicht vorher schon auch einmal gesehen hätte. Also ich denke mir, hier kommen einfach auch mal 2 Welten zusammen. Also eine ganz neue Welt, in der sich alle Welt trifft und ja, eine Art Weltgeschmack sichtbar wird und das haben die Jungs mit Handzeichnungen auf handgeschöpftes Papier übertragen.